Grüß Gott, ich bin der Bernhard aus Bernhardswald, da bin ich daheim. Heute möchte ich euch vorstellen, unseren schönen, großen Familientopf, wo fast 10 Liter reingehen. Einfach für große Portionen. Man braucht nicht jeden Tag, wenn man hat, ist interessant. Heute macht man hier zum Beispiel 3 Kilo Hirschbraten und das ohne Fett. Geht bei euch ganz einfach. Wir schalten da jetzt ein, auf volle Pulli. Geben wir unseren Deckel drauf, heizen vor, bis der Zeiger da beim Kotelett da ist, drücke auf den Piepser, nehmen wir hierher, drehen wir zweimal rundum und bleib beim Kotelett stehen. Jetzt der Piepster, den schalten wir jetzt aus, dann kommt der Schiene, tun wir den Deckel in die Deckelgarage rein und jetzt schalte ich unten einfach ein bisschen zurück und jetzt gehen wir unser Fleisch rein. Schau her, bei jedes Fleisch hat ein eigenes Fett und das eigene Fett ist der beste Geschmacksträger. Das sind heute gesamt 3 Kilo. Und das reicht dann aus für ca. 15 bis 20 Personen. Jetzt platze ich langsam das eigene Fett sich aus. Und ich sage, das eigene Fett ist halt der beste Geschmacksträger. Inzwischen duftet es sehr, sehr gut. Dazu drehen wir das Fleisch um. Seht ihr, es ist schön braun. Jetzt haben wir einen schönen braunen Drahtsatz. Das zweite drehen wir auch schön um. Hoffen dann, ja, so. Das eigene Fett hat sich rausgebraten. Und jetzt machen wir die zweite Seite. Inzwischen ist das Fleisch auf der zweiten Seite auch schön braun. Das legen wir jetzt raus zum Soße machen. Jetzt haben wir unten schon einen Bratensatz drin. Jetzt kommt eine, das Lübohr, sagt man. Das sind jetzt der gelbe Roben, Lauch und Sellerie. Dann kommen noch Zwiebeln dazu. Und wir werden jetzt alles schön anrösten. Geheimnis der guten Soße sind die Reststoffe. Jetzt haben wir die Zwiebeln. Das Mühlbarsch schön angebraten und habe ich schon ein bisschen so einen Reststoff da, den Bratensatz. Und jetzt kommt das Genie, ich kann die Farbe der Sauce selber bestimmen. Ich tue es ein bisschen mit Mehl stauen und lasse das Mehl umrösten. Und desto der bräunende Sauce sein soll, desto bräuner lasse ich das Mehl werden. So. Inzwischen ist das Mehl schon schön braun geworden und jetzt löscht man ein bisschen Rot rein, löscht man jetzt ab. Dann löst sich und dieser Bratensatz schön. Schau her. Super. Und dann gießt man auch wieder ein bisschen Gemüsebrühe. So, gehen wir rein. So. Und dann kommen die Zutaten dazu. Da habe ich mir so ein Grundgewürz, das ist ein süßer Senf, scharfer Senf, Meerrettich und Preiselbeeren. Das geben wir rein. So. Dann habe ich hier im Tee 7 Wacholderbirteln und ein Lorbeerblättel drin und ein bisschen Petersilie geben wir dazu. So. Das lassen wir jetzt aufkochen und dann legen wir das Fleisch wieder zurück. Schaut hier, der Soßensatz lässt sich und schön, da wird das eine schöne, herrliche Soße. Super. So, genau. Schaut hier, der Soßensatz hat sich unten, der Bratensatz hat sich schön geleistet. Super. Jetzt zeige ich bloß noch ein bisschen AMC-Pfeffer und dann habe ich noch ein bisschen so Himalaya-Salz. Gehen wir da ein bisschen uns rein und jetzt ist der Vorteil, die Soße schmeckt also so, wie es am Schluss praktisch kann man sagen, schmecken soll. Weil wenn die Soße so schmeckt, jetzt, der ganze gute Soßengeschmack zieht dann dementsprechend ins Fleisch rein. So, jetzt legen wir unser Fleisch wieder rein. So, das auf die Seiten hier und das andere auf die Seiten hier. Sehen Sie, wenn man da so einen großen Topf hat, hat die Sache schön Platz nicht. Und diesen Soßenaroma lassen wir jetzt eine Stunde lang ziehen. Besser gesagt garen. Legen den Deckel drauf. Dann gehen wir eine auf eine Stunde oder so. Das reicht schön aus. Geben hier wieder auf 80 Grad her. Drehen rundum. Und bleiben bei den 80 Grad hier stehen. Und jetzt schalten wir hoch und bei 80 Grad, wenn man das Fleisch ziehen lässt, das wird schön zart. Das ganze Aroma von diesem Soßenansatz zieht jetzt alles schön ins Fleisch rein. Super Sache. Inzwischen ist er fertig, schaut super aus. Und jetzt schauen wir mal. Jawohl, super. Jetzt werden wir die Soße mit dem Zauberstab pürieren. Jetzt werden wir die Soße noch ein bisschen binden, dass sie sämig wird. Dann werden wir die Soße ein bisschen mit Zahnen verfeinern und dann ist die Sache fertig.